Wer, was, wie, für wen ist Gott eigentlich? Das und noch sehr, sehr viel mehr Fragen wird in Die Farbe Lila auf den Grund gegangen. Vielleicht kennt ihr das Buch ja schon aufgrund seiner Verfilmung, das könnt ihr mir ja mal gerne beantworten. Und vielleicht ist euch aufgefallen, oh, Alice Walker, das ist eine schwarze Autorin. Ja, und schwarz sind auch die beiden Protagonistinnen, um die es in Die Farbe Lila geht. Es geht nämlich um die beiden Schwestern Celie und Nettie, die im Süden der USA aufwachsen. Und während Celie, die von ihrem Vater noch öfter vergewaltigt wird als Nettie, irgendwann verheiratet wird, in einem sehr, sehr jungen Alter und dann die Kinder ihres Mannes großzieht und ja, eigentlich immer auf diesem Hof bleibt, immer in einem relativ einfachen Leben auch gewissermaßen gefangen bleibt, geht ihre Schwester als Missionarin nach Afrika. Celie schreibt in dem Buch Briefe an Gott. In diesen Briefen an Gott schildert sie ihr Leben. Sie schildert ihre Kindheit, sie schildert ihr Erwachsensein, ihr Leiden, ihre Hoffnung. Einfach Dinge aus dem Alltag, alles, was zum Leben dazugehört. Und später erfahren wir, dass es auch Briefe von Nettie gegeben hat, die aber von dem Mann von Celie unter Verschluss gehalten wurden. So erfahren wir nach und nach, wie das Leben der beiden Mädchen ausgesehen hat, wie es jetzt aktuell aussieht. Und der Roman streckt sich ab dem Zeitpunkt, wo Celie und Netties Wege sich trennen, über einen Zeitraum von 30 Jahren. Das heißt, dass das Buch wahrscheinlich insgesamt so 40, 50 Jahre abdeckt, was ja schon eine ziemliche Spanne ist. Es wird allerdings in dem Buch auch normalerweise deutlich, wenn Zeit vergangen ist. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, okay, das klingt jetzt alles ein kleines bisschen merkwürdig und was hat das jetzt genau mit den Fragen vom Anfang zu tun? Fangen wir mal der Reihe nach an. Also Alice Walker schreibt in ihrem Vorwort, dass dieses Buch als sehr, sehr viel schon interpretiert wurde und für sehr viele Bereiche interpretiert wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Frauenrechte interpretiert wurde, dass es für die Rechte von Schwarzen interpretiert wurde, für das Thema, sollte man nach Afrika gehen und Leute missionieren oder nicht, interpretiert wurde. Aber, und das ist Alice Walkers eigentliches Anliegen, man kann es auch sehr viel in die Richtung, wer ist Gott, was ist Gott, für wen ist Gott, wie ist Gott weiß, ist Gott schwarz, ist Gott überhaupt menschlich betrachten und darum geht es ja auch sehr viel in dem Buch. Das wird sehr deutlich, aber ich muss sagen, mir hat es geholfen, dass ich das Vorwort vorher gelesen habe und so den Fokus entsprechend gelegt habe. Es wird sehr viel darüber geschrieben, wie weiße Menschen das Leben von Schwarzen beeinflussen und das halt eben eher negativ, wie aber auch so ein Whitewashing der ganzen Geschichte stattfindet. Also Nettie und Celie sind ja gerade als Kinder nicht viel aus ihrem kleinen Umfeld rausgekommen und für Celie gilt das auch später noch und dass ihr bewusst wird, dass Jesus ja wahrscheinlich einfach mal nicht weiß gewesen sein wird, das muss ihr halt erst jemand anders sagen und auch so stellt sie dann nach und nach fest, okay, die weißen Leute haben die Bibel schon ziemlich weiß gemacht und weiß interpretiert und benutzen das halt auch als Instrument der Unterdrückung. Was ihr dann mit der Zeit klar wird oder auch erzählt wird, was jetzt keinesfalls heißen soll, dass das eine dumme Person ist, aber ich denke, jede Person, die nur begrenzt viel Wissen zugeführt bekommt, kann auch entsprechend nur über dieses begrenzte Wissen verfügen. So, dann gibt es ja aber auch noch die andere Schwestern, die in Afrika missioniert, also genauer gesagt sind die, glaube ich, später in Monrovia heißt das Land. Ich weiß nicht, welches Land das heutzutage ist, aber auf jeden Fall sind sie zwischendurch auch im Senegal und letztlich jedenfalls irgendwo in einem Urwald, was sehr unspezifisch ist, aber es wird in dem Buch tatsächlich auch nicht so mega spezifiziert, und leben da dann bei so einem Volk. Und da geht es dann auch eben um deren religiöse Rituale, aber auch kulturelle Rituale. Und das, finde ich, ist eigentlich sehr, sehr interessant gemacht. Das ist sehr interessant beschrieben. Es ist am Anfang tatsächlich ein bisschen irritierend. Mir wurde gesagt, dass es ein Briefroman zwischen zwei Schwestern sei, als mir das Buch empfohlen wurde. Und das steht auch hinten mehr oder weniger so drauf und mindestens die ganze erste Hälfte des Buches gibt es halt nur diese Briefe von Celie an Gott und überhaupt keine von Nettie, was mich erstaunt hat. Mit der Zeit wird dann aber klar, warum das so ist und dann fand ich es eigentlich richtig, richtig gut gemacht. Mich hat das wahnsinnig beeindruckt, wie die Autorin sehr konsequent diesen Sprachstil durchgezogen hat. Also ich weiß nicht, wie es in der deutschen Übersetzung ist, aber auf Englisch muss man manchmal schon echt die Phonetik von Wörtern kennen, um zu erraten, was da gerade geschrieben wurde. Weil zum Beispiel I asked wird da immer I asked, also so wie der Ast, geschrieben. So. Und bei manchen Wörtern ist es ziemlich einfach herauszufinden, was sie bedeuten. Bei manchen habe ich echt eine Weile gebraucht, bis ich es rausgefunden habe. Das wird aber sehr, sehr konsequent durchgezogen. Und die Korrektheit der Grammatik und der Wortwahl
spiegelt einfach sehr viel in diesem Buch wider. Und das fand ich unheimlich faszinierend. Ich fand es krass, wie der Rassismus so als komplett normal in diesem Buch dargestellt wurde. Aber ich meine, angesichts der Tatsache, dass das Buch von der schwarzen Frau geschrieben wurde, nehme ich an, dass sie da sehr, sehr viel Kompetenz hat zu diesem Thema. An der Authentizität der Darstellung will ich auch auf gar keinen Fall zweifeln, weil ich mir das nicht anmaßen möchte. Ich finde es aber krass, dass es dann zum Beispiel so eine Szene gibt, wo eine Freundin von Cili es ablehnt, als Magd für die Frau des weißen Bürgermeisters zu arbeiten. Und das endet eigentlich damit, dass sie für 12 Jahre Gefängnis, also dass sie für 12 Jahre ins Gefängnis gehen soll. So. Und dann denkt man sich auch so, okay, wo ist da das Verhältnis? Eine weiße Person wäre nie so bestraft worden. Wann genau das Buch spielt, ich bin mir nicht sicher. Also es gibt mehrere Hinweise in dem Buch, wann es wohl spielt. Ich würde sagen, zwischen den beiden Weltkriegen vielleicht. Das könnte hinkommen, vielleicht auch vor dem ersten. So, aber das spielt auch eigentlich gar nicht so eine Rolle. Also abgesehen davon, dass es halt doch ein sehr einfaches und, wir würden jetzt vielleicht rückständig sagen, Leben ist, was teilweise von den Figuren geführt wird, sind es einfach andere Dinge, die halt vielleicht auch heute noch immer genauso auftauchen. Und ich denke, dass einfach deswegen das Buch auch ein sehr, sehr wichtiges ist, weil es eben die Probleme von schwarzen Menschen nochmal ganz anders zeigt. Ist aber auch dieses Whitewashing, was wir dann doch irgendwie ziemlich oft in ungefähr jedem Lebensbereich haben, sehr, sehr deutlich auch benennt. Aber das Verhältnis zwischen den beiden Schwestern ist auch nochmal so ein Thema für sich, eben so Familienbande. Es kommt auch immer mal wieder raus, dass irgendwer nicht mit demjenigen so verwandt ist, wie man das ursprünglich gedacht hat. Aber manchmal ist eben Blut dicker als Wasser, aber manchmal ist das auch völlig unerheblich, ob man jetzt die richtigen Eltern oder Kinder von irgendwem ist, weil einfach der Einfluss, der genommen wurde, so groß ist. Also ihr merkt, dass in diesem ja doch ziemlich dünnen Buch, es sind 294 Seiten, sehr, sehr, sehr viel drinsteckt. Und das ist eigentlich sehr, sehr erstaunlich, wenn man überlegt, dass so viel ja gar nicht passiert. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Also mich hat das Buch wirklich umgehauen. Ich habe über sehr viele Dinge nachgedacht, weil obwohl sich sehr auf Alltag und alltägliche Sachen so fokussiert wird, hat man sehr viele Überlegungen darüber, was jetzt normal ist, wie solche Vorstellungen zustande kommen. Und dann eben auch die Zeit von Nettie als Missionarin bei diesem Stamm, so um es möglichst korrekt zu formulieren, wo man dann auch nochmal so die eigene Voreingenommenheit vielleicht und was man denkt, was jetzt besser oder als höherwertig zu betrachten ist, das muss man eigentlich beim Lesen hinterfragen, sonst weiß ich nicht, wie man dieses Buch lesen möchte. Und das finde ich einfach absolut großartig. Großartige Bücher kriegen bei mir traditionell ja den goldenen Bücherengel. Und so kriegt auch die Farbe Lila von mir definitiv den goldenen Bücherengel. Ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob ich die Verfilmung von diesem Buch sehen möchte, weil es einfach als Buch unheimlich stark ist und ich mir das total schwer vorstellen kann, wie es umgesetzt wurde. Falls jemand beides von euch kennt, lasst mich unbedingt wissen, ob es sich lohnt, den Film zu gucken oder nicht. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, dass ich euch ein weiteres kritisches Buch mit auf den Weg geben konnte und ich euch dafür begeistern konnte, weil ich glaube, dass es absolut lesenswert ist. Unabhängig davon übrigens, ob ihr euch für Gott interessiert oder nicht. Es lässt sich wirklich, wirklich gut lesen. Klar ist das mit der Sprache manchmal ein bisschen schwierig, aber man kommt da mit einer Zeit rein und ich finde, dass das halt einfach ein sehr wichtiges Thema ist, dass das überhaupt so ein ganz wichtiger Themenkomplex ist, der in dem Buch ja behandelt wird. Das ist ja weit mehr als nur ein Thema. Tja, das war's jetzt soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Buch und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!